Heute haben wir für euch 10 Lebewesen, die schon einmal in menschlichen Körpern gefunden wurden. Viel Spaß! Nummer 10. Jeder von euch kennt wahrscheinlich das unangenehme Gefühl, eine Fliege im Auge zu haben. In der Regel bekommt man die kleinen Viecher auch leicht wieder raus. Was einem 5-jährigen Jungen in Honduras geschah, sprengt jedoch alle Vorstellungen. Eigentlich ist das ein Albtraum. Eine Bremse flog unbemerkt in das Auge des Jungen und legte dort Eier. Der Junge kam mit Schmerzen in den Augen ins Krankenhaus. Dort mussten die Larven dann chirurgisch entfernt werden. Eieiei. Nummer 9. Als One in Sweden mit einem anhaltenden Husten ins Krankenhaus ging, vermutete er, ein Tumor könnte die Ursache sein. Zu aller Erstaunen zeigten die Röntgenbilder und andere Labortests eine kleine Erbsenpflanze in seinen Lungen. Und die Nummer 8. In den Ohren einer 92 Jahre alten Frau wurden nicht nur eine, nicht zwei, sondern ganze 57 Maden gefunden. Ärzte vermuten, dass eine Fliege in ihr Ohr kroch und dort die Eier legte. Und was noch schlimmer daran ist, die Maden waren anscheinend schon für 2 bis 3 Tage in ihrem Ohr, bevor sie gefunden wurden. Siebtens. Einem indischen Jungen ist beim Reinigen seines Aquariums ein 2 cm kleiner Fisch in den Penis gehüpft. Laut dem Bericht der Ärzte gelang der Fisch anschließend durch die Harnröhre bis zur Blase, wo er dann operativ entfernt werden musste. Autsch! Nummer 6. Wenn dir ein Aal versehentlich in den Körper schwimmt, ist das eine Sache. Wenn du dir aber absichtlich einen Aal einführst, ist das schon wieder eine ganz andere Geschichte und du solltest schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen. Noch besser, einen Psychologen. Genau das geschah nämlich in China. Nachdem ein Mann sich einen Tierporno ansah, entschied er sich ganz spontan dazu, sich einen 50 cm langen lebendigen Aal in den Anus zu schieben. Das arme Tier blieb im Dickdarm des Mannes stecken und musste herausoperiert werden. Der Mann verstarb bei der Operation leider an inneren Blutungen. Und die 5. Bandwürmer sind lange parasitäre Kreaturen, die immer mal wieder in menschlichen Därmen gefunden werden, wo sie bis zu 25 Jahre leben können. Im Durchschnitt sind Bandwürmer mehrere Meter lang. Der längste Bandwurm, der jemals in einem menschlichen Körper gefunden wurde, war sage und schreibe 25 Meter lang. Und die Nummer 4. Der Fund eines parasitären Wurms in einem menschlichen Körper ist eigentlich schon genug verstörend. Aber wenn ein Wurm in deinem Gehirn gefunden wird, ist das wahrscheinlich der absolute Albtraum für jeden von uns. Aber wie widerlich das auch klingen mag, das ist genau das, was einem 50-jährigen Chinesen passierte. Mit starken Kopfschmerzen entschied sich der Mann, das Krankenhaus aufzusuchen, wo die Ärzte eine seltene Bandwurmart in seinem Gehirn fanden, der in einer mehrstündigen Operation herausoperiert werden musste. Der Mann überlebte diesen Eingriff. Und da sind wir auch schon bei der 3. Vor nicht allzu langer Zeit tauchte im Internet ein Video auf, in dem ein fast 8 cm langer Grashüpfer im Ohr eines indischen Mannes gefunden wurde. Dem Arzt gelang es, den Grashüpfer lebendig mit einer Pinzette zu entfernen. Autsch! Das Video dazu haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt, aber Achtung, anschauen auf eigene Gefahr. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2. Diese gehirnfressende Amöbe taucht häufig in warmen Süßwassergebieten wie Teichen, Seen, Flüssen und heißen Quellen auf. Bei Menschen wandert diese Amöbe durch die Nase in das zentrale Nervensystem, von wo sie zum Schädel und schließlich ins Gehirn gelangt. Dort angekommen beginnt sie sich von deinen Gehirnzellen zu ernähren, was zu einer Erkrankung mit einer Todesrate von mehr als 95% führt. Und die Nummer 1. Das hier ist wahrscheinlich das Verstörendste, was du in deinem Körper jemals finden könntest. Deinen eigenen Zwilling. Im Juni 1999 entdeckten Ärzte bei einem Mann aus Indien, der mit einem dicken Bauch ins Krankenhaus eingeliefert wurde, etwas Unvorstellbares. Der Mann war quasi schwanger und zog in seinem Bauch seinen Zwilling auf, der parasitär in ihm lebte. Bei der schrecklichen Operation musste die halbvollendete Kreatur, die selbst schon Genitalien, Haare, Kiefer und Knochen besaß, entfernt werden. Dem Mann ging es anschließend wieder besser. Jetzt könnt ihr euch noch das nächste Video anschauen, einfach hier klicken. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!